Let's start again. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, es gibt neue Informationen zu One Piece Burning Blood, denn es ist ein neuer Scan erschienen und daraus kann man ein paar Informationen entnehmen, aber jetzt auch nicht wirklich viele. Zuvor, es ist ein neuer Charakter angekündigt worden und zwar nennt es sich hier oder geht es hier um White Hunter Smoker. Und dieser Charakter wurde jetzt bestätigt. Es gibt aber jetzt noch nicht wirklich so ein genaues Bild, wo man sieht, dass man mit ihm kämpfen kann. Aber ich denke mal, dass man auf jeden Fall mit ihm kämpfen kann, da man auch sehen kann, dass Ruffy ihm jetzt zum Beispiel eine Red Hawk reindrückt. Aber ich bin mal gute Dinge, dass man da wirklich den spielen kann. Und dann müssen wir einfach nur noch warten, bis mal das erste Bild von ihm auf jeden Fall erscheint. Auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall im Spiel vorhanden sein, so viel steht fest. Ob es da jetzt irgendwelche Support-Charakter gibt oder ob das wirklich nur Charakter sind, die man dann alle nutzen kann, ist natürlich wieder eine andere Frage. Aber da müssen wir dann halt, wie gesagt, noch ein bisschen warten. Zudem wurde nochmal was zu der Logia-Technik gesagt, da ja einige Charaktere eine Teufelsfrucht haben, aus dem Hause Logia sozusagen. Und dass diese Charaktere dann, sprich, nicht von physischen Attacken getroffen werden können. Und das ist ja auch ganz normal. Das ist eben One Piece. Leute, die eine Logia-Kraft haben, dass die eben nicht von physischen Attacken getroffen werden. Und ich finde es auch gut, dass das ins Spiel eingebaut wurde, weil das einfach, sagen wir mal, an das Reale drankommt sozusagen. An dieses reale One Piece-Gefühl einfach. Und das finde ich persönlich einfach gut. Und da wurde jetzt gesagt, dass es sozusagen den Logia-Move gibt. Charaktere, die zum Beispiel eine Logia-Kraft haben, dass die zum Beispiel einen Logia-Move machen können. Im Fall von Ace wäre es jetzt zum Beispiel so, dass er mit seinem Feuer fliegen könnte. Er lässt einfach sein Feuer weiter ausbrennen sozusagen und fliegt dadurch in die Luft zum Beispiel und macht dann zum Beispiel einen Air-Angriff oder irgend sowas. Und jetzt wurde halt gesagt, dass man eben das Ganze natürlich auch kontern kann, weil das wäre natürlich OP, wenn man das überhaupt nicht kontern könnte. Und zwar kann man das mit Charakteren kontern, die eben Haki haben. Jetzt gibt es natürlich die Frage, wie lange funktioniert dieser Logia-Modus und was ist mit Charakteren wie zum Beispiel, sagen wir mal, Nami, die jetzt kein Haki hat, wie kann die zum Beispiel gegen so einen Charakter bestehen? Da denke ich einfach, dass Nami dann in dem Fall einfach, sagen wir mal, verschissen hat, wenn es gut ist und einfach warten muss, bis dieser Logia-Move, weil so nennt sich das Ganze, wenn das eben dann abbricht und aufhört, dann kann sie wieder loslegen. Wäre natürlich blöd für Nami, aber so ist es dann halt. Ich meine, wenn die jetzt zum Beispiel gegen Ace kämpfen würde, im Manga oder Anime, dann hat sie ja eben auch Pech gehabt, dann kann sie ja eben nichts machen, dann ist es eben so. Und vielleicht ist es ja im Spiel genauso, vielleicht muss man sich damit dann einfach abgeben. Und dann wurde auch noch was anderes angekündigt, was ich persönlich mal wieder richtig, richtig, richtig cool finde. Und zwar nennt sich das Ganze Battle Royale, sprich, das ist ein System in Kämpfen, um eben den Charakter zu switchen. Sprich, man kann während dem Kämpfen seinen Charakter switchen, man kann zum Beispiel zwei Charaktere nehmen, sprich, man nimmt Ruffy und Sabo, man kämpft dann gegen Smoker und Enel. Und man kämpft dann einfach die ganze Zeit und wenn man Lust hat oder lustig ist, wechselt man einfach während dem Kampf den Charakter. Und das ist zum Beispiel Battle Royale System. Und das wird es sozusagen auch im Spiel vorhanden sein. Leider gibt es dazu aber jetzt noch nicht wirklich ein Bild, wie das Ganze natürlich funktioniert, ob es da irgendwie eine Cooldown-Zeit gibt oder ob man das von Anfang an gleich sofort machen kann oder ob man wechseln kann, wie man will. Dazu gibt es noch keine Informationen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und was ist eure Meinung so dazu, zu dem Logia-Move, zu dem Battle Royale und sprich zu den ganzen Charakteren, die bis jetzt schon angekündigt wurden? Schreibt da mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Mehr gibt es da auf jeden Fall nicht zu sagen. Die Bilder brauche ich jetzt nicht durchgehen, das sind sowieso nur dieselben wieder. Was heißt dieselben? Das sind einfach nur Bilder, ihr könnt euch die ja angucken. Aber schreibt eure Meinung auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin gespannt, was da noch für Informationen rauskommen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin euer Spooky. Tödelö.